Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den neuen Capri Sun Freezies im Test. Capri Sun Freezies kennt ihr in der Sorte Orange und Kirsch, habt ihr vielleicht auch schon mal auf YouTube gesehen ein Video. Jetzt gibt es Capri Sun Freezies in den Sorten Apfel, Zitrone und Meerfrucht. 30% Fruchtgehalt. Mit etwas Glück habt ihr das schon beim Rewe in der Tiefkühltruhe gesehen. Um die 3 Euro dafür gibt es insgesamt 12 Wassereis. Die sind vegan und haben insgesamt 444 Gramm oder 420 Milliliter. Das klingt doch echt ganz lecker. Vor allem den 30% Fruchtsaft. Coole Sorten. Apfel, Zitrone und Meerfrucht. In der Meerfrucht ist auch Apfel drin. Schwarzer Johannisbeersaft und Co. Mal gucken, wie die denn so schmecken. Das Design ist ja echt ganz süß hier mit den kleinen Monster. Ich mache jetzt mal das große Monster vor der Kamera, macht jetzt mal die kleinen Monster auf. Ach, wie schön. Schaut mal, ist auch so transparent eingepackt. Ich habe das Gefühl, ich kann es durch die Plastikverpackung riechen. Zwei hole ich mir raus, zwei kleine Freezies. Und dann sehen wir uns erstmal in der Nahaufnahme. Ich finde das Design ja immer noch mega geil. Das sieht so retro-raketenmäßig aus, diese Eis am Stiel hier. Finde ich echt total cool. Auch die Portionsgröße finde ich echt angenehm. Da kann man ruhig mal zwei probieren. Monster-Alarm steht hier drauf. Und jetzt wird gleich gelutscht. Das muss ich gerade mal ausrechnen. 12 mal 444 Gramm, das sind dann, ich sag gleich, wie viel Gramm das pro Eis sind. 37 Gramm sind's. Ja, ich muss den Taschenrechner nehmen. Früher war ich mal so gut im Kopf rechnen, dass gar nicht, wo das geblieben ist. Könnt ihr das? So ein Eis abbeißen. Jetzt ist gerade so kalt an den Zähnen. Und dann müsst ihr aber Wassereis lutschen. Also ich beiß tatsächlich. Und es ist schön, apfelig, fruchtig. Richtig schön erfrischend finde ich das. Nicht zu sauer. Nicht zu sauer durch die Zitrone. Ist lecker. Und eine gute Größe. 37 Gramm, wie wir gelernt haben. 37 mal 12 ergibt 444. Vielleicht mal eine Frage, die irgendwo auftaucht mit in eurem Leben. Dann wisst ihr Bescheid. So, nächste Sorte. Sieht jetzt ein bisschen dunkler aus, aber da ist ja auch schwarze Johannisbeere mit drin. Jetzt lutsche ich mal zum Start. Obwohl ich da beim Wassereis und Lutschen echt großen Respekt habe, ja. Das ist auch schon mal passiert, wenn das Eis zu kalt ist. Zunge dran, bleibt dran kleben. Horror. Ist noch nie passiert, aber habe ich schon mal gesehen. Und es sah sehr schmerzhaft aus. Aber ich glaube, es passiert nur, wenn das Eis einfach zu krass gekühlt wird. Oder? Also, steht 30% Fruchtsaft drauf, ne? Das knallt jetzt nicht besonders irgendwie heraus, muss ich sagen. Ich dachte am Anfang so, oh, das ist bestimmt was ganz Besonderes, so viel Fruchteis, so viel Fruchtsaftgehalt. Nee, ist es jetzt nicht. Schmeckt wie ein ganz normales Wassereis. Das sage ich euch schon mal. Aber geschmacklich ist ja Apfel-Zitrone, ist gut. Und die Meerfrucht Johannisbeere hätte ich mir ein bisschen mehr vom versprochen, muss ich sagen. Ja, ich habe es in der falschen Reihenfolge gegessen. Apfel-Zitrone ist schon sehr intensiv vom Geschmack und sehr zitronig. Und wenn man jetzt die Meerfrucht hier hat, dann ist auch Apfel drin. Aber Achtung, jetzt kommt ein Karlauer. Bei der Meerfrucht schmecke ich nicht unbedingt Meerfrucht. Das ist es. Aber es ist angenehm erfrischend, es darf ich auch nicht zu süß oder irgendwie zu sauer. Es könnte trotzdem ein bisschen mehr Frucht sein. Auf einer Skala von 1 bis 10. Capri Sun, die neuen Freezies. Gebe ich den 7 Punkte. Probiert es mal aus. Vielleicht trifft ja genau dieses Eis euren Geschmack. Bei mir war das ein bisschen zu blass. Apfel-Zitrone fand ich lecker, aber ist auch nicht die spannendste Sorte, muss ich sagen. Aber es geht ja nicht darum, die spannendste Sorte zu kreieren. Schmecken muss es ja auch. Und für den Geschmack gibt es 7 von 10 Punkten. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!